Sehr geehrte Damen und Herren, der Senat hat in Sachen Corona-Krise keine weiteren Beschlüsse gefasst heute. Wir wollen Ihnen trotzdem gerne Gelegenheit geben, den aktuellen Stand aus Sicht der Gesundheits- und der Innenbehörde noch mal zur Kenntnis zu nehmen und vielleicht auch Fragen zu stellen. Sie wissen, dass wir auf das Osterwochenende zugehen, dass in ganz Deutschland der Satz gilt, wir müssen die bisherigen Beschränkungen aufrechterhalten, mindestens bis zum 19.04. Wie es ab 20.04. weitergeht, lässt sich dazu halt nicht seriös vorhersagen. Es wird nach Ostern eine Erörterung geben mit der Bundeskanzlerin und allen Ländern zu der Frage, wie die dann eingetretene Situation zu bewerten ist, ob wir in eine ausreichende Verlangsamung der Dynamik gekommen sind, um über Ausstiegsszenarien sprechen zu können. Derzeit gilt, dass sich das nicht sicher vorhersagen lässt, dass wir also alle bitten, die Ausgangsbeschränkungen oder Aufenthaltsbeschränkungen, Kontaktbeschränkungen, die es in Deutschland gibt, weiterhin strikt einzuhalten. Das ist der Fall. Dafür nochmal herzlichen Dank. Es wird auch nötig sein, über die Osterfeiertage diese Beschränkungen aufrechtzuerhalten. Und ich bedanke mich schon im Voraus, dass dies gerade über dieses Osterfest dann auch so geschieht. Und wir sind uns einig, insoweit als es nicht sinnvoll ist, dass wir im Nahbereich Kontrollen durchführen an der Landesgrenze von Fußgängern und Radfahrern. Das ist ja der Punkt, der am letzten Wochenende aufgefallen ist. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt schon Kontakt aufgenommen, der Innensenator mit seinem Amtskollegen in Kiel, und haben die Zusicherung erhalten, dass diese Kontrollen von Radfahrern und Fußgängern quasi im Nahbereich nicht weiter erfolgen sollen. Das ist der Stand, der bis heute gilt. Und ich darf es vielleicht noch mal einmal einordnen. Ich habe es schon getan am Sonntag oder am Montag. Wir machen diese ganzen Beschränkungen ja mit einem bestimmten Ziel. Wir wollen Infektionsketten unterbrechen, Infektionsrisiken vermeiden. Und dafür gibt es eben diesen triftigen Grund, dass wir die Corona-Epidemie stoppen müssen. Wir haben zugleich vereinbart in ganz Deutschland, dass der Aufenthalt an der frischen Luft, das Bewegen an der frischen Luft alleine oder in häuslichen Gemeinschaften von diesen Aufenthaltsbeschränkungen, Kontaktbeschränkungen ausgenommen wird. Und zugleich ist vereinbart worden, dass wir eben überregionale touristische Ausflüge vermeiden wollen in Deutschland. Das gilt generell. Das ist natürlich ein besonderes Thema der Bundesländer, die touristische Gebiete haben, insbesondere an der Nord- und Ostseeküste. Und insofern ist das insgesamt ein plausibles Konzept. Gleichwohl müssen alle Maßnahmen zur Kontrolle und Einhaltung dieser Vorgaben verhältnismäßig sein und sie müssen angemessen erfolgen. Und insofern bin ich froh, dass wir jetzt Einigkeit haben mit Schleswig-Holstein, dass das Kontrollieren von Fußgängern und Radfahrern, die sich also im Nahbereich ihres Wohnortes bewegen, dass eine solche Kontrolle nicht nötig, nicht sinnvoll und insofern auch nicht praktiziert wird. Also wir haben jetzt keine Maßnahmen vorgesehen, um besondere Kontrollen vorzunehmen. Wir sind ja in diesem Sinne keine touristische Hochburg. Also unter normalen Bedingungen schon, über die Kreuzfahrt, Schifffahrt, über Städtetourismus. Aber diese Dinge fallen eben derzeit weg. Und insofern planen wir jetzt keine besonderen Maßnahmen. Aber sicher werden wir natürlich den öffentlichen Raum weiter so kontrollieren und überwachen, wie es derzeit auch von der Polizei getan wird. Letztlich geht es ja darum, dass wir in dieser Krise, in der wir viele Probleme gleichzeitig haben, die wir alle gemeinsam lösen müssen, nicht auch noch zu einem feindlichen Miteinander kommen. Und darüber sind sich, glaube ich, alle Beteiligten einig, insbesondere Herr Ministerpräsident Günther und ich. Wir sind sehr solidarisch. Es ist schon immer so gewesen, dass Hamburg in der Gesundheitsversorgung für die gesamte Metropolregion, für Niedersachsen, für Schleswig-Holstein, gesundheitliche Versorgungsangebote mit übernimmt. Das ist auch in den Krankenhäusern, gerade in den Krankenhäusern der Fall. Und es gilt das eben Gesagte. Wir sind in einer Lage, in der wir viele Probleme haben, die wir gemeinsam bewältigen müssen. Wir sind in einer Metropolregion, in der die Menschen ja wechselseitig auf der einen Seite der Landesgrenze wohnen, auf der anderen arbeiten. Wir haben also Bewegungen über diese
den Nahbereich der Grenze in beide Richtungen. Und es gibt viele Menschen, die bei uns wohnen, im Umland arbeiten. Es gibt noch mehr Menschen, die im Umland arbeiten, bei uns aber im Umland wohnen, bei uns aber Aufgaben wahrnehmen, beruflich tätig sind. Und insofern können wir diesen Metropolregionen jetzt nicht sozusagen in Stücke schneiden und künstliche Grenzen errichten. Insofern gilt das eben Gesagte. Wir sind eine Metropolregion, wir sind in einer schwierigen Lage und müssen jetzt gemeinsam sehen, dass wir die sinnvollen Wirkungen, die wir hier erreichen wollen, auch erreichen. Und die bestehen eben darin, dass es zu keinen überregionalen touristischen Ausflügen kommt. Und davon sind insbesondere eben die Küstenländer betroffen. Diese Besonderheit, dass dort Personen, die über einen längeren Zeitraum schon in ihrer Zweitwohnung waren und dann nach Hamburg zurückgewiesen wurden, auch diese Einzelfälle wurden von Herrn Günther und mir entsprechend als nicht angemessen kommentiert. Grundsätzlich haben aber die Küstenländer insgesamt das Thema, dass sie ihre Orte jetzt von diesen touristischen Bewegungen freihalten wollen. Und deswegen sehe ich diese Maßnahme in dem Zusammenhang. Ich verstehe aber durchaus, und deswegen habe ich ja auch von einer feindlichen Episode oder einer unfreundlichen Episode gesprochen, dass es natürlich für den einen oder anderen so wirkt, als sei dies jetzt nicht das partnerschaftliche Miteinander, was wir aus den letzten Jahren gewohnt sind. Ich kann noch einmal wiederholen, dass es für uns alle jetzt wichtige Themen gibt. Wir müssen uns um grundlegende Probleme gemeinsam kümmern. Und es wäre mir sehr gelegen daran, dass wir das in einer weiterhin freundlichen, wechselseitigen Atmosphäre tun können. Und ich bin eben vor diesem Hintergrund auch ausdrücklich dankbar, dass Herr Günther, der Innenminister von Schleswig-Holstein, uns zugesichert haben, dass es diese Bewegung im Nahbereich, wo es um Fußgänger, um Radfahrer geht, die sich ganz normal wie sonst gewohnt in ihrem Wohnumfeld an der frischen Luft bewegen, dass die eben von solchen Kontrollen jetzt nicht mehr betroffen sind. Also Hoffnungen kann man ja immer haben und ich glaube, es gibt auch gute Hinweise darauf, dass wir in einer insgesamt positiven Entwicklung sind, was die Verlangsamung der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Coronaviren angeht. Aber man muss ja auch aufpassen, dass man keine Erwartungen weckt, die man hinterher enttäuschen muss. Und derzeit kann niemand wirklich vorhersagen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, dass wir beginnen können, schrittweise aus der Sondersituation wieder auszusteigen. Es gibt einfach auch einen gewissen Bedarf noch an aktuellen Informationen. Es gibt immer wieder die Frage, wie entwickeln sich die Aufenthaltsdauern intensiv in den Intensivstationen, wie entwickeln sich die Fallzahlen der bestätigten Corona-infizierten Personen. All das ist noch sehr in der Entwicklung und wir müssen uns jetzt wirklich die Zeit nehmen bis nach Ostern, um gemeinsam mit den Experten eine Bewertung der Lage vornehmen zu können. Und es ist zu früh, jetzt ein Datum zu nennen. Wir haben gesagt, mindestens bis zum 19.04. müssen wir uns die bisherigen Ausnahme oder auf unsere bisherigen Kontaktbeschränkungen aufrechterhalten und können dann erst ab dem 20.04. weiter planen. Aber es ist immer dazu gesagt worden, wir können jetzt nicht die Erwartung in die Welt setzen, dass dann ab 20.04. alles wieder normal wird. Aber seien Sie sicher, dass alle Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin natürlich, sobald es vertretbar ist und sobald wir die Einschätzung haben, es führt uns nicht wieder in einen Rückschritt, dass wir dann sehr wohl, sehr gerne auch Lockerungen der Maßnahmen vornehmen würden. Aber es ist zu früh, dieses jetzt spekulativ in die Welt zu setzen. Das könnte enttäuschte Erwartungen bedeuten. Und man muss wirklich wissen, dass es dazu einer sehr sorgfältigen Analyse der dann aktuellen Daten erfordert. Wir wissen noch nicht genug darüber, wie sich die Infektionszahlen weiterentwickeln. Sie sehen, dass die Dynamik in einigen Bundesländern noch hoch ist. Wir sind derzeit noch überholt worden sozusagen in den Inzidenzen durch die Flächenländer Baden-Württemberg und Bayern. Und ich denke, wir brauchen hinreichend Sicherheit, dass wir die Infektionszahlen ausreichend gebremst haben, weil wir ja nicht riskieren wollen, durch eine zu frühe Lockerung von Maßnahmen dann doch in eine bedrohliche Situation zu kommen, was die Auslastung bzw. die Überlastung des Gesundheitssystems angeht.